So, zackig geht's weiter auch hier in Minecraft. So, direkt anfangen. Natürlich wieder hier in Hüstele. So, was ich natürlich jetzt vorhab, unter anderem sind mal eben hier so eine. Ach. Falsch. Ich wollte nur eine Workbench. Und mal eben ein paar Zahnräder. So. Denn ist bestimmt schon klar, was ich hier mache. Nämlich ein Automatic Crafted Table für die Melonensamen muss ich hier noch haben. Und ich weiß gar nicht, wo ich meine Backpacks habe. Hier habe ich keins drinne. Boah, hier so ein zugemülltes Inventar durchzusuchen ist natürlich immer klasse. Wir hoffen, dass es da unten. Und ich brauche wieder Energie. So, und heute möchte ich mal auf dem Thema eingehen, Abonnenten etc. Denn ich wurde ja, hab's ja schon mal erzählt, dass ich angesprochen wurde, ob jemand mich pushen kann. Ich habe den immer noch versucht anzuschreiben, es ist immer noch nicht geklappt. Weil er meinte ja, bei 250 Videos und bei 11 Abonnenten, ich weiß gar nicht, wenn es vielleicht mehr wären, wenn überhaupt mehr wären, man weiß es ja nie, wie alles verläuft. Finde ich das natürlich auch selber schade, aber was auch noch da drauf zukommt, ist die geschätzte Zeit, die halt die Leute gucken, die halt vorbeischauen, die es dann angucken. Das finde ich halt dann noch mehr schade. Dann finde ich lieber halt, sollen halt diese paar Abonnenten, die ich habe, lieber das Video komplett angucken, anstatt nur die Hälfte des Videos. Auch das ist leer gewesen. Ich habe nämlich mal geguckt, da sind halt die meisten Videos dann halt paar Minuten gelaufen. Obwohl die dann wirklich 15 Minuten laufen und dann vereinzelt halt nur eine Minute angeguckt wurden, 2 Minuten oder so. Das finde ich halt in dem Sinne schade. Denn ich habe es nämlich schon öfters erlebt, dass halt gesagt wird, boah, du hast doch das und das versprochen. An den und den Stellen. Und dann kommt dann raus, ja, er hat das Video nur bis zum bestimmten Punkt geguckt und nichts. Das ist halt das Problem, was ich schade finde. Wenn er behauptet wird, ja, du hast das und das versprochen, aber man guckt es halt selber nicht. Da sollte ich mal lieber euch fragen, wie es denn bei euch so ist. Ob man wirklich die Videos einem selber anguckt, weil ich gucke Videos meist nur so, dass ich, wenn es mich interessiert, sprich so überschriftenmäßig, wenn es so zum Thema passt oder so, oder wenn es interessant klingt, schaue ich da natürlich rein. Und sonst mache ich das halt auf Video, höre ich dann halt nur zu, wenn einer spricht. Ansonsten gucke ich es mir wenn an, wenn ich es gerne möchte. Aber momentan, ich habe auch halt nicht die, guck mir auch nicht die riesen YouTube-Stars an, sondern nur halt nur ein, zwei bestimmte. Natürlich feiere ich nicht jeden, das ist natürlich selbstverständlich. Ich hoffe, das könnt ihr auch nachvollziehen, weil ich muss ja nicht jeden feiern, den ich mir angucke. Gibt halt ein paar bestimmte Leute, die ich mir angucke. So ein, zwei. Die feiere ich auch richtig, weil die sind halt gut. Die haben es auch verdient. Aber wenn man halt bei sich selber guckt, dann denkt man, haben die Leute irgendwie was anderes? Finden die das halt nicht gut? Oder wo liegt das Problem dran? Und da sollte man halt mal schauen, wie es da funktioniert. Warum habe ich Copper-Ore? Ich war das da hinten als Kupferding überfüllt ist. Muss ich mal eben schnell laufen. Das ist gerade wichtiger. Hier ist nichts. Ist doch nichts. Warum habe ich den Kopfhörer gehabt? Ne, das ist halt, finde ich, halt das Problem. Man sollte halt dann wenigstens dann sagen, ja, ich gucke mir dann halt das Video an ganz. Muss halt nicht das Bild anschauen, sondern höre nur zu. Dass man halt sehen kann, dass es doch gut ankommt, weil es macht doch halt keinen Spaß, wenn man halt nur eine Minute schaut und selber hat man dann hier die 15 Minuten manchmal dran gesessen und es wird halt nur von anderen für ein paar Minuten angeguckt. Das ist halt mein Problem, was ich noch ein bisschen bedauere in dem Sinne. Jeder ist natürlich seine Meinung vertreten, jeder kann entscheiden, wie er gucken möchte. Da sage ich auch nichts zu, jeder kann es wirklich machen, wie er möchte. Und deswegen
finde ich halt das Problem, wenn andere sagen, ja, du hast das und das versprochen, aber es kommt halt anders, wie die das meinen. Und die hätten sich so viel erhofft, dann sage ich immer so, guckt doch das Video einfach zu Ende und es wird euch immer noch überraschen. Dazu sagen, gucken. 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7. So. Das finde ich halt die schade daran, dass halt dann immer gemeckert wird, ja, du hast das und das gesagt, du wolltest das und das machen, ist aber nichts gekommen, weil man halt das Video nicht selber bis zum Ende anguckt. Und das sollte man halt immer machen. Oder halt mal durchseppen nur, weil es kann ja immer noch, das Interessante kann es ja immer noch werden am Ende. Aber es ist ja eure Meinung, wie ihr es macht. Ich kann euch halt nur das sagen, wie ich es finde. Und ihr sollt es machen, wie ihr es gern mag. So, jetzt habe ich nur noch hier ein bisschen. Dann hatte ich doch noch vor, ein paar davon zu bauen. Ich glaube so, so, so und so. Braucht doch mal eben das. Mach mal gleich 4 Stück von jedem. Achso, ich brauche ja noch mal 2 Stück Holz. Zack. Na, klicken wir mal da eben drauf. So. Ach, hatte ich ja mit, alles klar. Dann hat sich das ja sozusagen erledigt. So. 1, 2 erstmal. 1, 2, 3 und 3. Ja. Den Rest müssen wir erstmal so lassen. Denn ich habe selber nicht mehr viel. So, weil es Transmitter, das passt. Dann kommt hier das Redstone rein. Ach hier. Ja, jetzt in wenigen Sekunden habe ich wieder das Inventar einfach zugemüllt. Ist ja nicht schlimm, habe ich ja mal eben so geschafft wieder. So glaube ich, dass ich das immer noch schaffe, das so zuzumüllen. Aber was soll ich machen? So. Achso, ich habe doch hier drunter. Oder nicht? Ah, da ist es doch. So, wie mache ich das jetzt am cleversten? Cleversten wäre es doch einfach nur hier zu öffnen. Und hier mal lang zu gehen. Und dann kann ich doch hier einfach mit dran gehen. Das gleiche Prinzip wieder hinten. Richtig. So. So, dann komme ich auch noch hier raus. Das ist alles clever. Ne, dann habe ich eigentlich noch. Was habe ich denn noch vorbereitet? Eigentlich nichts mehr so, wo man drüber reden kann, weil. Übers Feiern von von Abonnenten, sage ich schon, von YouTubern ist halt jeder seine Sache gestellt. Wer wen feiert? Ich feiere jeden anderen, wie ihr feiert jeden anderen und das ist halt eure Sache, ne? Euer Geschmack, so muss das halt auch bleiben. Und man soll halt nicht sagen, du hast den und den und ich mag den nicht, aber nimm, guck dir mal den an, so. Das sollte halt nicht passieren. Denn jeder soll seine eigene Meinung haben. Und das finde ich sonst auch schade, wenn sich jemand verstellen lässt durch hier so ein. So, was muss ich jetzt benutzen hier? Transmitter oder den? Nee. Ich kapiere das immer mit den Dinger noch nicht, aber hier müssen wir auf 3 gehen. Ich wundere mich gerade, warum der an ist.
Fail. Dann nehmen wir mal lieber Cobblestone. So, der ist auf 3. Das heißt, der und der. Werden auf 4 und der auf 5. Genau. So, dann mache ich das gleiche nochmal, das gleiche Prinzip nochmal einfach auf 10 plus und dann nach hinten gehen. Dann aktiviert er sich nicht sofort. So, der. Das passt. Dann kann ich hier die Wand hinmachen sozusagen. Eins. Falsch. So. Da. Da. Dann haben wir hier 4. Ach, ne, hier haben wir 4. Da haben wir 3. Und da haben wir 5. So, einfach hier Gestell drum bauen, dann ist auch das in Ordnung. So, Hebelchen habe ich natürlich nicht mehr. Irgendwelche Questen. So, 4 Stück. Das funktioniert. Das ist schon mal prima, dass das funktioniert. Einfach hier drum bauen, Ruhe ist. Ruhe ist, habe ich gesagt, denn ich verbrate gerade ganz ordentlich Cobblestone eigentlich immer hier überall. Da und da. Da habe ich hier 3, 4, 5. Machen wir hier 4 und da 5 eigentlich. Okay, warte mal, wir machen das anders. Hier 3. Da 4 und hier hinten machen wir 5. So. Dann passt das doch besser. Mache ich hier noch Schilder dran und ist dann auch gut hier. Habe ich denn meine... Oh, habe ich sie denn? Da habe ich es doch. Meine Axt. Machen wir gleich hier. Einfach mal einen Durchgang größer. Ist auch viel bequemer. Dann kann ich besser durchlaufen. Gut, hier habe ich eine Kiste jetzt einfach im Weg stehen, aber macht ja nichts. Wir machen einfach hier noch das so. Denn hier habe ich noch Energie sitzen, wie man sieht. Könnte ich natürlich auch noch weiter mitarbeiten. Dann kommen hier noch Covers vor. Jetzt muss ich die irgendwie noch befüllen hier hinten. Hier müssen die anderen Anlagen noch dran. Das heißt, hier kommen die anderen Sachen noch rein. Dies. So. Müllen wir mal gleich das nächste hier hinten zu. Was kann ich hier rausnehmen eigentlich? Brauche ich gar nichts. Also ich nehme mal die Uhr mit. Obwohl sie... Ach, die nehmen wir mal einfach mit. Doch, die brauche ich noch hier. Und ne, und Transportpipes, die habe ich oben, beziehungsweise ich muss das ja dann noch da hinten vervollständigen, dass ich den Weg da hinten machen kann, das nach hinten hinführen. Das können wir mal glatt als erstes machen. So,
Dazu muss ich hier runter und dann können wir mal versuchen, noch ein tiefer zu kommen. Komme ich da ein tiefer? Nein, da, genau da wollte ich hin. So. Dann können wir nämlich hier mal eben rüberbauen und uns die Leitung hinlegen. So, natürlich auch ein paar Fackeln hinsetzen, damit wir was sehen hier besser. Dann bauen wir uns bis da hinten hin und dann gehen wir auf die Leitungen. Also Gott sei Dank alles Enderman sicher hier. Dass der mir keine Pipes klauen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich Pipes klauen kann. Wenn, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir hier schön weiterarbeiten können. Habe ich denn... Ne, das Pack habe ich nicht, aber Pflasterstein muss ich mal eben hier unten auffüllen. Kies braucht kein Mensch. Jetzt muss ich bis da hinten hinbauen und dann beide Leitungen verlegen. Dann kann ich nämlich die Melonen rüberschmeißen und das Seed auch noch rüber pumpen. Das sollte eigentlich der Weg schnell sein, denn ich habe alles hier nah gebaut. So, die Rohstoffe brauchen wir nicht. Wenn wir welche finden, ist natürlich auch nicht schlimm. Kann man immer gebrauchen. Eigentlich muss dann nur noch Seed Oil zurück, genau. Die Melonen darüber, das heißt, da hinten baue ich die Crafting Box nach hin. Dass sie an dieser Position sitzt. Ein Teil muss natürlich da hinten zum Quarry hingehen und ein Teil muss hier runter gehen, dass die beiden auch laufen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Muss ich mal eben fix nach oben gehen und mal schauen, wo ich dann lang gehen muss, beziehungsweise ob ich dann irgendwo in der Richtung bin. So, hier hinten bin ich schon mal, das ist super, das ist traumhaft. Dann kann ich ja, wenn ich das hier hin mache, und das eine noch hier hin mache. Das heißt, ich müsste bei 367 und 78 wir da ankommen, dann ist das okay. Dann können wir nämlich hier weitermachen. So, wo war jetzt? Da ist der Untergang. Der Untergang! Nein, nicht so ein Untergang, sondern nur den Untergang nach unten hin. Ach. Da ist auch noch eine Höhle, beziehungsweise das ist, glaube ich, irgendwie, was ich abgeklammert habe. Jetzt muss ich hier noch weiter runter. Ja, das war mal, was ich abgeklammert habe. Da kann ich aber eigentlich zumachen, da muss ich ja nicht mehr rein. Ah, dieses Marmor ist ein bisschen nervig hier überall. Weil wenn man so einmal so eine riesen Quelle hat, dann ist sie unendlich. Dann ist sie wirklich riesengroß. Ich weiß sogar nicht, was ich damit mache. Genau wie mit dem Basaltstone da. Ob
muss ich mal schauen, wie ich den verbringe. Ach, hier ist unser... unser Keller. Aber hier mache ich dennoch zu. Ich weiß ja nicht, was hier hinten irgendwann mal spawnt und dann mir eins in die Luft fliegt. Weil Creeper sind ja unberechenbar. Deswegen mache ich mal lieber auf vorsichtig hier unten. So, schön alles beleuchten. Dann spawnt ja auch wirklich nichts. Wir sind Ebene 60. Ich muss immer gleich im Keller schauen, ob ich auch da auf Ebene 60 bin, dass ich hier vielleicht so einen kleinen Gang rüber mache, dass ich da hier durchlaufen kann. Und den notfalls immer vergrößern könnte. Ah, da unten bin ich schon. Da sehe ich, dass ich unten bin. So. Dann baue ich mich mal da hinten auch runter und schaue mal eben hier nach. Gut, ich bin ein bisschen höher. Das ist aber auch nicht schlimm, denn ich könnte ja hier... zum Beispiel. Eine Treppe runter machen. Dann wäre ich ja schon hier. Genau. Dann wäre ich schon doch da. Dann könnte ich wieder zack hier zumachen. Und könnte zur Not immer hier durchlaufen. Hier weiterarbeiten. Das ist doch clever. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hochführen. In die Leitung. Ach so, ich kann ja jetzt, muss ja jetzt hier hoch. Nein, hier nicht. Hier kann ich hoch. So. Dann kommt hier vielleicht noch eine Eisentür rein. Das ist etwas besser ist gegen Monstern. Und ich habe meine Axt habe ich dabei, ist prima. So, dann kommt hier eins hier, die Leitung für die Melonen und eine Leitung für hier hinten. Wie mache ich die, wie folgt hier rein? Am besten hier runter. Aua. Das war jetzt nicht gut. So, da muss ich noch ein Stück weiter, wie es aussieht. Wo ist das Loch denn da nicht? Natürlich hier schön zumachen. Kommt mir wirklich noch irgendwo mal ein Monster entgegen und dann ist Ende Gelände. Okay, hier sehe ich es. Das heißt,